Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novene zur schmerzensreichen Mutter der Tage, verloren. Kind, warum hast du uns das getan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Lukas 2,48. Heilige Mutter, nach der leidvollen Verbannung durftest du in Nazareth Jahre stillen Glücks und ungestörten Zusammenseins mit deinem Kinde erleben. Aber ein neues schmerzliches Ereignis unterbrach das friedliche Leben. Simeons Worte sind sicherlich in dir wieder lebendig geworden, als du am Osterfest zum Tempel schrittest, und sollte seine Weissagung jetzt verwirklicht werden. Jesus ist verschwunden. Drei lange, bange Tage des Suchens stürzen deine Seele in dunkle Sorge und Beklemmung. Da jagten dir die Gedanken durch den Sinn. Ist jetzt seine Stunde gekommen? Haben wir es an der Wachsamkeit fehlen lassen? Trifft uns eine Schuld daran? Und das Wiederfinden. Hat es dich alles schmerzliche Suchen vergessen lassen? Oh nein, es brachte dir zunächst nur ein neues Rätsel. Bei den Worten, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2,49. Kam dir wieder zum Bewusstsein, dass über dir und deinem Kind ein höherer Wille stand. Dein Kind musste Wege gehen, die mit natürlichen Mütterwünschen nicht immer im Einklang stehen. Dem Willen des Vaters warst und bleibst du immer ergeben. Aber er stand seit diesem Augenblick doch viel fordernder vor dir. Wenn auch Jesus mit dir heimzog und sein gewohntes Leben wieder aufnahm, du wusstest doch, dass du dein Kind irgendwie verloren hattest. Verloren an dem Willen des Vaters. Liebe Mutter, durch dieses schwere Leid bist du die Zuflucht aller Mütter geworden, die um verlorene Kinder weinen. Bei dir aber suchen auch alle Kraft und Trost, die um des Vaters willen menschliche Bande zerschneiden müssen. An sie denke ich, wenn ich heute bitte. Verstehende Mutter, hilf allen Suchenden und tröste alle trauernden Mütter. Glorreiche Königin, habe Mitleid mit mir und allen, für die ich zu beten schuldig bin. Erwirke uns von Gott die vollständige Verzeihung unserer Sünden und die Tilgung der verdienten Strafen. Sollten wir uns je durch Schwäche oder Bosheit von ihm trennen, so hilf uns, o Zuflucht der Sünde, ihn wiederzufinden. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und Wein von Herzen. Als ihr lieber Sohn dahin, durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Welch ein Schmerz aus erworben, als sie seitdem eingeboren, wie er mit dem Tod Angst und Jammer, Qual und Bangen,
Schlecht sich umfangen, dass nur je ein Herz ist ein Mensch auf aller Erden, der nicht muss erweichen werden, wenn er Christi Mutter denkt, wie sie ganz und wie zerschlagen Breitschaft steht und alles Gleiche nur ins Leid des Sohns versenkt. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.